Ich sitze in der V-Klasse. Kinder, was meint ihr? Ab in den Urlaub, oder? Ja, also so von außen könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, mich in diesem Gerät fortzubewegen. Also Leute, mir war es wichtig, dass wir am heutigen Set diverse Köpfe mit am Start haben. Stephen, hast du es dabei? Ich bin stolz auf dich, mein Freund. Privatmassage. Turn down for what? Hi. Ach, Mann. Es muss doch einfach nicht sein, oder? Ich sag ganz nichts. Wo ist der Nachtisch? Nur dein. Ich bin der Nachtisch. Ach, Menno! Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, Leute, macht euch keine Sorgen um mich, ich halte die Wohnung ordentlich. Ich würde sagen, daran habe ich mich gehalten, oder? Digga, ey, ich habe gerade kurz Todesangst gehabt. Ich komme gerade nach Hause, es ist 1:30, Livestream gewesen, übel müde. Ich will mich einfach nur kurz hinsetzen, eine Episode Top Boy gucken, ein Bierchen reinziehen. Ich hole mir in der Küche schon alles, sing noch auf dem Weg, bisschen Christian Dior, Dior. Ich komme ins Wohnzimmer rein, auf einmal merke ich hier, es stimmt irgendwas nicht. Ich guck an die Wand, ich denke mir... Was? Ich denk mir, was? Marc, wie bist du in meine Wohnung reingekommen? Ich meine, ich war schon hier, aber ich finde, wenn man reinkommt, man sieht das hier, freut man sich doch, oder? Also eigentlich, okay, man muss sagen, es ist auf jeden Fall ein Zeichen von Freundschaft, weil immerhin drei Leute... Nico, du, ich? Ja? Mega, ja. Leute, ich glaube, Vincent hat gerade irgendwas mit Marx im Auto gemacht. Der außergewöhnlichen Höhe des Versicherungsschadens möchte ich hier noch einmal den Tathergang zwischen Herrn Vincent Baumann und mir rekonstruieren. Er stand mit seinem Kfz hier auf der Seite, parkte mit überhöhter Geschwindigkeit aus und nahm mein Kfz an dieser Stelle mit. Was aber nicht, dass es so schlimm ist. Jedoch wurden leider alle Uhren in meinem Versteck komplett zerstört. Und das werde ich noch weiterhin zivilrechtlich auch verfolgen, denn so was kann in Deutschland nicht sein. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ey, Bro, RIP Marc, Gimo. Ohne Spaß, RIP. Hast du dir gedacht, du ziehst mal voll nach links, nach rechts oder was? Ich dachte einfach Vollgas Kickdown. Alter, Technik von vor 5 Jahren, Bre. Jetzt kann auch Tim endlich mit 100 FPS spielen. Herzlichen Glückwunsch, Bro. Es ist 1.21 Uhr, okay? Ich wollte von oben noch meine Cam kurz holen. Und ich wundere mich, warum ist die Tür nicht abgeschlossen? Das ist ja wohl ein Witz. Nico, es ist Weekend League. Ich habe beim Friseur gesagt, Bruder, kannst du machen wie bei Malfoy. Geld ist nicht das Wichtigste. Sondern eine Apparatur zum Scheißen gehen. Jungs, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr auch Hunger? Also gut. Marc, für dich wieder das Übliche, oder? Moin euch! Ich melde mich hier nochmal von meinem aggressiv beschissenen Arbeitsplatz. Ich möchte mich kurz entschuldigen bei euch für die geringe Aktivität auf diesem Kanal in den letzten Wochen. Als ob es mir irgendjemand übel nimmt, dass hier weniger Content kommt, die Leute feiern das! Und auch gerade dieses Video, es ist nicht der klassische Vlog, den ihr kennt. Problem ist einfach, ihr wisst es Leute, Corona macht mir einen Strich durch die Rechnung. Ich kann jetzt halt einfach nicht hergehen und 62 Leute gleichzeitig vor die Linse holen und sagen, hey Jungs, spuckt euch mal bitte gegenseitig an. Nun möchte ich mich noch aber ganz kurz bei einer anderen Sache bedanken und das meine ich wirklich ernst. Ich küsse alle, die dieses Mal in dieser Kollektion mitgearbeitet haben. Es waren wirklich unglaublich viele Leute und alle haben einen geisteskranken Job gemacht. Das Video, das wir als erstes auf der Instagram-Seite hochgeladen haben, mit den VFX-Effekten und so weiter. Das war geisteskrank. Ich muss wirklich sagen, da gehen dicke Props raus an die Jungs, die das gemacht haben. Jungs, wirklich. Da möchte ich mich bedanken bei QIP Designs, die für uns den VR-Store gemacht haben. Der wird jetzt demnächst auf jeden Fall released. Ich werde auch mal im Stream durch den VR-Store durchgehen, euch zeigen, was da gemacht wurde und so. Ich habe euch hier zwischendurch ein paar Aufnahmen vom Entstehungsprozess. Die Jungs haben sich da richtig viel Mühe gegeben und das Ding ist echt richtig geil geworden, meiner Meinung nach. Auch da, Jungs, Kuss geht raus, Props gehen raus. Wirklich sehr, sehr geil. Und natürlich schlussendlich an alle meine Mitarbeiter, an alle, die sonst noch mitgewirkt haben. Jungs und Mädels, wirklich, ihr macht einen geisteskranken Job. Ich persönlich als letzter Spaß habe das überhaupt nicht verdient. Aber wirklich, ich bin unglaublich stolz. Egal, ob wir krass viele Klamotten verkaufen werden oder nicht. Ich sag's den Leuten auch in der Firma immer wieder. Mir ist es nicht egal, aber mein Anspruch ist einfach der, dass wir geile Scheiße machen und
Meiner Meinung nach haben wir das dieses Mal wieder überhaupt nicht geschafft. Ich freue mich krass auf den 25. Morgen wird es noch ein Erklärvideo zur ganzen Kollektion geben. Könnt ihr gerne vorbeischauen, falls ihr interessiert seid. In diesem Sinne, ich hoffe bald wieder normale Vlogs. Ich weiß, ihr hofft nie wieder Vlogs. Aber in diesem Sinne, meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, schaltet dem Daumen gerne im Video nach oben da. Schaut am 25. im Ola Kalashop vorbei. Und abonniert diesen Channel, falls ihr es noch nicht getan habt.